Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil Schnuppern durch die Sensi-Düfte. Und der, wo den ersten Teil noch nicht gesehen hat, ich habe meine Dufttestertasche hier und wir schnuppern durch. Und wir machen auch gleich, fangen gleich wieder an und was für ein Los haben. Amazon Rain ist ein frischer Duft. Er ist so harmonisch, auch so ausgeglichen, finde ich, von den Düften. Wie soll ich den beschreiben? Er hat Melone drin, eine frische, schöne Melone. Orangenschale, Jasmin ist drin und Kokosnuss. Warum ich die Duftbeteiligung weiß, weil ich den als erstes in meinen Pots hatte. Das ist mein erster Duft in der Form von Pots und es ist ein schöner, frischer Duft. Schön fürs Bad, im Flurbereich, wenn man reinkommt oder auch mal im Wohnzimmer. Und Sensi schreibt dazu, begeben sich auf einen Regenwald in dem sie süße Noten von Melone, Orangenschalen, Kokosnuss und temperamentvollen Nachtblüten Jasmin tollen. Also ist wirklich ein schöner Wäscheduft, auch haben wir auch als Wäscheduft, also wie frisch gewaschene Wäsche, wenn es ein schöner Duft ist. So, ich finde ihn sehr angenehm. Und sehr empfehlenswert. Und wenn ihr den mal selber zu Hause testen wollt, selber schnuppern möchtet, könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Schicke euch gerne meine Dufttestertasche mal zu, dass ihr in Ruhe schnuppern könnt. So, ich würde sagen, wir suchen den nächsten. Pink Lemon Water. Pink Lemon Water ist ein Rosenduft mit einem Hauch frischer Zitrone. Gehört zu den Kategorien Zitrus. Ich habe den selber zu Hause. Ich habe den selber schon gedüftet. Ich habe am Anfang gedacht, ob das harmoniert. Aber das harmoniert wunderbar die Aromen, die Duftmischung. Das ist Rosenwasser aufgegossen mit erfrischender Zitrone und einem Löffel Zitrone. Und bei Rosendüften bin ich immer auch selber sehr skeptisch. Es gibt Rosendüfte, die sind parfümlastig, aber das ist dieser nicht. Also ich kann ihn euch empfehlen, ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ah, ich bestelle mir eine Lampe und 3 Bars dazu im Kombi-Sparangebot, könnt ihr auch sagen, ihr testet ein, tut ein Würfelchen rein und merkt, da ist doch nichts für euch. Schreibt mich gerne an. Ich kontaktiere dann Sensi und finde mit euch eine Lösung, dass ihr einen anderen Duft bekommt. Weil Sensi sagt auch, ihr habt 14 Tage Rückgaberecht und dürft euch ruhig testen, 14 Tage lang. Und deswegen sage ich das lieber noch dazu. So, wir machen gleich wieder den nächsten. Ollie's of Orange. Ein fruchtiger, zitrischer Duft. Oh, der ist Hammer für den Sommer, wenn es draußen warm ist. Er ist frisch und die Zitrusdüfte, wo ich wahrnehme, sind so harmonisch. Also ich nehme Mango wahr, also bärig, sehr schöner Duft. Und da sind wir in der Kategorie nochmal, Zitrus. Kinder werden diesen süßen Zitrusduft aufgepeppt durch frischer Ananas und knackiger Papaya, Mangoblüte und reifen verdünndel tropische gebündelte tropischer Beeren und lieben Leckern.
Also der ist wirklich lecker, der Duft. Ihr könnt auch alle Duftbeschreibungen auf meiner Shopseite sehen, wenn ihr da auf duftweltjosi.sensi.de geht. Oder besser gesagt, in der Videobeschreibung verlinke ich es euch. Da geht ihr auf Duftlampe Wachse und da seht ihr alle, geht ihr auf Sensi Bars und da seht ihr alle Düfte und könnt in Ruhe nachschauen. Oder ihr könnt auch in Suchfeld, wenn ihr sagt, ihr mögt Kokosnussdüfte gerne, einfach Kokosnuss eingeben. Da seht ihr alles, wo Kokosnuss enthalten ist. Oder Rose, Limette. Da seht ihr dann alles geballt, Lado. Und im letzten Video hatte ich drei, jetzt machen wir einfach vier, weil ich gerade so Spaß dabei habe. Und da haben wir Coconut, Lemongrass, ein Zitrusduft. Halt im Sommer sind ja viel die Zitrusdüfte, frische Düfte. Da Coconut, Lemongrass, ich mag diesen Duft. Kokosnuss mit gepaart mit Zitrone. Also cremige tropische Kokosnuss und sonniger frisches Zitrusgras. Das ist eine Harmonie. Einfach wunderbar. Ich habe es als Spülmittel zu Hause. Nee, nur als Spülmittel. Da macht das Spülen auch viel mehr Spaß, wenn der Duft schön ist beim Spülen. Ich hoffe, durch die Sonne geht das noch. Also wunderbar harmonisch. Ich weiß nicht, wie Sensi sowas hinkriegt. Also wirklich harmonisch. Und ich würde sagen, wir sind wieder durch mit dem zweiten Teil. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einen Kommentar oder schreibt mir gerne über Instagram, Facebook oder schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr Fragen zu den Produkten habt und sonstige Fragen. Ich helfe euch da sehr gerne weiter. Und wenn ihr möchtet, lasst gerne ein Abo da. Unten da, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt oder den dritten Teil davon. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Tag. Eure Josi, tschüss!